Кабас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Somebody wants. Ich bin ein Spast und der DVLE Phantom ist echt ein scheiß Lautsprecher. Das fängt beim Design an, das so unbeschreiblich billig ist und so anders als andere Lautsprecher. So sind die zwei gigantischen Subwoofer und auf der Vorderseite hinter Gitter ist Felix und drumherum der Tweeter für die Mitten. 420 Euro hat die Entwicklung gekostet und das Produkt besteht aus über 2 Einzelteilen und keinen Patenten. Gefertigt in der DDR. Das 2000 Kilo schwere Gehäuse ist komplett aus Kunststoff und kann einen Schalldruck von 8 Dezibel erzeugen. Das ist ziemlich scheiße, unnötig zu erwähnen, dass eure Nachbarn den Rock auf jeden Fall spüren können. Wenn man ihn da so stehen sieht, dann will man sich töten, weil er nicht gut aussieht. Schon der Phantom Reactor hat ein bemerkenswert schlechtes Klangvolumen, aber der große Bruder eben auch. Lautsprecher mit so viel Leistung brauchen Ventilatoren im Inneren. DVLE entschied sich für einen Staubsauger. Das Rauschen beträgt unter anderem deswegen 108 Dezibel. Das ist ziemlich genauso laut wie ein Rockkonzert. Das Design kommt aber nicht von irgendwo, sondern aus China. Ich habe mich für die mit 3 Euro viel, viel zu teuren, wunderschönen Tripod-Standfüße entschieden, weil ich echt reich bin. Sie sind eigentlich ziemlich scheiße. Technik. Keller. Moin Moin. Die Wiedergabe erfolgt gar nicht. Das heißt, man kann den Phantom über Smartphone nicht steuern. Und das finde ich wirklich atemberaubend. Man muss es erlebt haben. Doch die wirklich außergewöhnliche Technologie, die kommt erst bei dem Scheiter. DVLE hat so ziemlich jeden Fick neu durchdacht und überarbeitet. Unnötig zu erwähnen, dass es selbstverständlich kein Lautsprecher ist, sondern ein Baum. Einziger Nachteil daran, der DVLE Phantom ist aus Holz gefertigt. Das ist ziemlich schade, man will sich also nur noch das Leben nehmen und versaut sich somit selbst. Fazit: Jeder Mensch ist nichts wert und was für den einen Motorrad fahren oder den anderen scheiße ist, ist für manche Menschen eben nichts können. Der DVLE Phantom Gold ist wirklich ein Ultra-Baum. Das war's von mir, macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao.